Liebe Freunde des Imperiums, heute geht's in die erste Trainingseinheit als Stormtrooper. Ich bitte euch, wenn euch das Video gefällt, für das Imperium diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Und jetzt geht's rein. So Leute, ganz, ganz wichtiges Trainingsvideo der Stormtrooper. Ich bin mir sehr sicher, ich mache mal einen Untertitel direkt an, das ist alles ganz offiziell vom Imperium, ja? Da können wir uns sicher sein, ja? Zielübungen. We'd like to welcome you out to the annual Stormtrooper Target Practice Session. Grüße Sie. Well, a... Er mit dem schwarzen Anzug. ...would have been more desirable. We'll make do with what we have. Budgetkürzungen, ne? Macht man... aus dem, was man hat, halt das Beiste. I could call some of my friends, sir. No, no, that won't be necessary. But I need you guys to take what you've learned today and take it home to your individual units and make them promise to practice. Is that understood? Ja, versprechen alle zu üben. Richtig. As a member of the Emperor's elite tactical team, you're required to be efficient marksman, effective with one shot. Precision is the name of the game. Präzision, Leute. You're awfully tall to be a stormtrooper. Sorry, sir. It won't happen again, sir. Now, Blaster 101 states, can I help you, trooper? Sorry, sir. Just a winged pestilence, sir. I need your full attention on me, trooper, please. Will do, Hank. Excuse me? Hank? Who told you that? Who told you my name was Hank? Because it's not. No one did, sir. I bet it was Tom Loy in Sector 9741. Because I have dinner with his family on Sunday. He will hear about this. But, sir, I thought your name wasn't Hank, sir. Yeah, I'm, confused. Yeah, me too. Es ist so... It isn't. Or, it was. Lustiger Slapstick-Humor. Okay. Look, forget about that, okay? Okay, Hank. Yes, Commander Hank. All right. Yes, Commander Hank. Der Todesstern in der Luft ist auch super, den du so ganz klein da oben siehst. E11 rifles. Now the most important thing. Okay, time out. First lesson. Okay, time out, nutzen wir. Oh, Leute. So. Lesson of the day. Und bereit. Don't ever point the blaster at yourself. Ever. Sorry. Now, you want to grip it firmly in your hand. Er zielt einfach auf seinen Kollegen. Okay, don't use the blaster as a parasol. Oh, das ist so gut. Take the rifle in your right. Don't sniff someone's blaster. Who does that? Wer riecht einem anderen Blaster? All right. Take the blaster. Grip it with your right hand. Er hat schon gar keinen Bock mit der Schwarze. Then firmly place your hand underneath the barrel, like so. Lift it up and aim the barrel at the target. All right? Then use the pin and the sight to find your target. And gently squeeze the trigger. Easy, Leute. The trigger allows you to have more control. If you pull the trigger too hard, your aim may be off. It's a natural tendency to want to flinch when the gun goes off, but you can control. Die Leute, die beim Bund waren, die wissen, wovon redet. Es ist tatsächlich, ne? This by using the ein guter Tipp. Nicht hart den Trigger drücken, weil sonst bist du immer out of aim. Method. Yes. Should we take the safety off before we fire, or should we leave it on? Keine Ahnung, vielleicht sollte man eine Sicherung vor dem Feuern lösen. Wäre eine Idee. Naturally, it would make sense to have the safety off when you want to fire the blaster. Okay, thank you for bringing up that point. Apparently, I forgot to tell you guys that. So muss sich ein Mathelehrer fühlen, der so einen richtig begriffsstutzigen Schüler in der Klasse hat, wo du dir sagst, der kann nichts dafür. Bleib ruhig. Hank. Now, we do have a target here. Who would like to take a shot? Yes, Raisy Handy McHanderstein. You're up. Raisy Handy McHanderstein. Feet, shoulder width apart. Bring the rifle nice and snug up to your hip. For safety reasons, we want to keep that blaster as far away from your face as possible. Now, ooh, safety off. Daring. Aim. Ready to squeeze? You may fire when ready. Okay. Aim a little higher. You're trying to hit the target.
Not the dirt in front of you. Yes, sir. Das war so klar. Not too bad for your first go round. I've been shooting blasters all my life, sir. Ah, well, that makes things a little more complicated, doesn't it? Get back there. Yes, sir. All right, let's see what you got. Not bad. You see? Was jeder von uns machen würde. Greift sich nochmal in den Schritt. Oh, großartig. The Emperor is talking about. Get back, get back. The Emperor doesn't want any more holes in the walls of the death. Don't high five that. Nope, stop. The Emperor doesn't want any more holes in the walls of the Death Star. This is what we're here to do. Das ist so ein bisschen gefilmt wie Stromberg. We want efficient killing machines. But what if we have to run? Often I find myself in a pack of 30 troopers running towards a target. I can't be expected to be a good shot while running and surrounded. Stimmt, schon im Rennen zu schießen, kann man halt nicht erwarten, dann, dass man da noch ein cooler Schütze sein soll. Yeah, and what about visibility? Sometimes I get really nervous and my goggles fog up or my respirator won't be ventilating properly or... Das ist so wahr. Es wird ja immer gesagt, ne? In Filmen und sowas. Dass das hier, ne, man kann hier nichts durchsehen. Und es ist tatsächlich so. Also, Dinger müssen nicht mal beschlagen sein und du kannst einfach Kacke dadurch sehen. Das tut aua. Kann die Stormtrooper verstehen? Ich sag, wie es ist. Kommt mein Hund jetzt auch an? Kann die Stormtrooper verstehen? Or, it's humid in the Death Star. Does that ever happen to you guys? Oh, all the time. Is it snack time yet? Snack time will be in a minute. Look, I know visibility can be a problem, but you're supposed to be highly trained soldiers. You're not supposed to waste 20 rounds on a target, even if it is running away. Steady your aim, squeeze the trigger. Practice makes perfect. So sieht's aus. All right, you go up, and then after you're done, we'll have some light refreshments. Finally. I heard that. Er gönnt jetzt richtig, Leute. Das, ich sehe ihn. Wow. Very good. Very good, Trooper. Honestly, I didn't think any of you, especially you, would actually hit a target today, so... I'm impressed. Well done. Thanks, Commander Hank. Er will's einfach nicht wissen. Go ahead and take scheißegal. Hauptsache, das sind so Erfrischungen am Start. Commander Hank hat einfach den beschissensten Job der Welt. Yes. Commander, your squad is being requested for duty. Report at 1800 for a briefing. Fly. I'll bring every man I can. Did he just shoot that guy? Ugh. These guys couldn't properly close a ventilator shaft. Ah, Gott! Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich fühle mich direkt besser beraten. Vor allen Dingen auch sicherer. Ne? Jetzt weiß ich, wie man so ein Ding auch endlich mal richtig einsetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall auf den Like-Button zielen. Ich sehe jetzt viele Daumen nach unten, die sagen, ich habe den Like-Button nicht getroffen. Es wird sehr witzig sein, wenn ihr das machen würdet. Aber... es wäre nicht gut fürs Video. In dem Sinne, danke fürs Anschauen. Abonnieren nicht vergessen, ja. Sonst hier gefährlich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.